Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Gaming-HD-Freunde. Ich bin's, euer Fabian, und mit dabei sind Tommy, Patrick, Mathis und Leon. Ja, Mathis, pack deine Kettensäge weg. Moin. Moin. Ja. Und ja. Und danke, Fabian. Und damit begrüßen wir euch, euch herzlich zum Dienst. Auf dem Dienstplatz stand Ort. Stand das da oder steht das da? Steht, warte, ich muss ihm nachlesen. Ein Moment. Langweilig. Orts- und Objektkunde und Wasserförderung. Objektkunde und Wasserförderung. Das mit Ortsobjektkunde holen wir wahrscheinlich nochmal nach zu einem späteren Zeitpunkt. Wir haben uns jetzt eine Wasserförderung überlegt und weitere Details wird Tommy euch erzählen. Ja, wir fahren gleich einmal raus mit den Fahrzeugen, die sagen wir euch gleich, welches Fahrzeug besitzt. Das haben wir nämlich eigentlich schon so ein bisschen eingeteilt. Komm, und ich fahr mich mal aus dem Tisch raus. Ja. Okay. Ja. Und fett. Hast du noch was zu sagen? Wo ist noch Patrick oder? Ein Moment, Leon. Ja, ist kein Problem. Ja, nochmal für dich, Matthias. Wir haben Wasserförderung und Fahrzeuge teilt Tommy euch gleich ein. Wir treffen uns dann gleich in der Fahrzeughalle dafür. Ja. Dann teile ich euch genau ein. Zieht euch schon mal um und abtreten. Frage. Darf man auch mit Privatwagen fahren? Für mich. Er ist zu klein für mich. Nein. Oh, das war der Gong. Chicago Fire. Keiner. Mein Handy. Ich guck's gleich, das weiß ich. Ey, ich will das auch haben, den Klingelton. So, alle mal vom ELW einmal versammeln, dann teile ich euch Boah, ein. Ich hab sofort den perfekten Weg gefunden. Du weißt ja, welches Fahrzeug ich fahre, ne? Ja. Geil, ne, Fabian? Geil, ne? So, kommt ja immer alle von ELW. Paddy, kannst du es mir nachher mal schicken? Ja, kann ich gucken. Genau, wem wollte ich fahren? So. Du, Tommy teilt euch ein, nicht ich. So, Fabian fährt ELW, Patrick fährt das LF10, Leon das TLF 4000, Mathis den MTW und ich fahre das LF16 TS. Tommy, abtreten. Tommy? Ja? Kann ich nicht eigentlich besser das MTW, den MTW mitnehmen? Ja, dann soll, Nee, lass den ELW ruhig hier. Okay, Mathis, dann fährst du einmal mit dem, TSFW. Leute, diese Übung ist nicht mit Blaulicht, also normal im Straßenverkehrsordnung. Mathis! Haha, jetzt darfst du das TSF nehmen. Juckt mir nicht. Leon, warte, ne? Ich fahr voran. Ja, warte, ich muss nachher hin zum Tommy, anderen... Tommy fährt voran, ich übernehme Einsatzleitung. Genau, Tommy weiß ja, wo er stehen muss, sonst kommt Tommy nicht dran vorbei. So, ich muss erstmal eben ins andere Gerät raus. Lass dir Tommy gleich noch durch. Nee, weißt du, guck mal, was ich mache. Ich lass den extra nicht durch. Was fährt Fabian denn jetzt? MTF. MTV oder MTF ist mir doch egal. Und was fährt Tommy? Schönes Blaulicht, finde ich. Moment. Ich fahre LF16 TS. Guck mal, mein Blaulicht sieht geil aus, oder nicht? Ja. Oh. Ne, wer schneller rückwärts ist. Gewinne. Oh, geht ja so. Nicht, wenn. Geht ja schlecht, wenn man nicht auf dem Fahrzeug sitzt. Ja, geht auch schlecht, Drei drücken, richtig. Drei drücken, eins drücken. Ist kein Einsatz, ist nur eine Übung. Wir sind frei. Ausfahrt. Nein, wir sind in unserem Gebiet und sind nicht an der Wache. Stimmt. Entschuldigung, vergessen. Okay, Tommy, du fährst vor.
Wie ist der Funkrufname des TSF überhaupt? Das ist TSF, was hier drauf ist. Das ist aber nicht in der Leitstelle. Hallo. Doch, das ist der ABC-TSF. Sag das doch. Soll ich ganz vorfahren als erstes? Ach so, also. Ja, weil du bist ja als Pumpfahrzeug da. Okay. Wer stoppt denn die ganze Zeit? Ach so, stimmt, das ist hier ja. Patrick, komm mal mit dem Vormann. Was denn? Weil bei mir. Hier gleich zu. Achso, warte eben. Ich bin gerade dabei, mich in der KY anzumelden. Ihr seid anscheinend ja auch alle angemeldet. Bist du schon los, Tommy? Ja. Oh, da muss ich ja schnell hinterher. Wo die anderen losfahren. Warte, Leon. Wolltest du nicht hier irgendwie hoch oder wo ist das? Nein, es ist hier hoch. Alles gut. Leon, Jo, willst du mich verarschen, du scheiß Anhänger? Hä? Jo! Was ist denn mit dir Anhänger falsch? Frag mich nicht, Mann. Bremst! Du, was? Boah! Daran merkt man, dass ich das TLF 4000 noch nie gefahren habe. Tut mir leid, dass das jetzt so Katastrophe... Patrick hat doch hier so kleine Anleger hinter gar nicht mehr. Der kann Breakdancen, könnt ihr das auch? Pack den kleinen Anhänger mal an das TSF, ich glaube, das TSF nimmt den besser an. Ja, müsst ihr mal ausprobieren, ich koppel den eben ab. Ich glaube, das klappt nicht, das hat der vorhin auch nicht beim MTW geklappt. Nee, MTF war auch zu niedrig. Ja, da muss schon LFC mindestens. Oder ich wechsle eben das Fahrzeug. Das TSF, gleich. Beim TSF ist die Anhängerkupplung höher als beim... Ey, lass den hier liegen, ich komme gleich mit dem anderen Fahrzeug nach. Tommy übernimmt Einsatzleitung. Okay. Sollte das Tommy nicht sowieso machen, aber egal. Ja, nun fahrt. Los! Ich bleib hier nicht ewig stehen. Ja, Leon. Am besten nicht mit 2 Stunden Kilometer, sondern ein bisschen schneller. Und kein Martinshorn an, habe ich gesagt. Das ist meine Hupe, tut mir leid, ich habe nur Martinshorn als Hupe. Achso. Immer wieder diese. Alter, ne, das schleudert einen so raus. Langsam fahren, Leon. Tauschen, Leon. Ja, würde ich gleich vorschlagen. Ja, komm her. Tommy, du behältst aber die Einsatzleitung. Nee, Mathis war das, ne? Der angeboten hat zu tauschen. Ich kann die Stimme einfach nicht auseinanderhalten. Ich habe auf jeden Fall keine Ähnlichkeit mit Tommy. Weil ich weiß auf jeden Fall, wie ich aussehe. Ja. Oh. Warte mal, bleib mal erstmal hier an der Straße stehen. Moment, warte mal kurz, Leon. Tommy teilt euch ein, wie gesagt, ne? Ja, ihr müsst alle einmal jetzt den Weg hier rein. Okay. Dann machen wir hier vorne einmal eine Besprechung. Ja, fahr einfach mit 60 durch. Das waren keine 60. Ja, es waren 62. Nee, das waren noch knapp 50. Ja, fahr rein jetzt. Tommy! Don't! Sorry. So. Alter, Leon, kannst du kein... Vorsteig aus, Leon. TLF LF Oldtimer an Leitstelle kommen. Leon, steig aus! Ist hier Wasser? Oh, hier ist Wasser. LF Ult... Warte eben. Tommy, komm mal mit mir. Ja. LF Oldtimer an Leitstelle kommen. Leitstelle, hä? Fabian, ich hab schon was geplant. Sonderrechtserlaubnis für Übung. Ja, hier ist doch eine schöne Stelle, oder ne? Sonderrecht. Ja, die hatte ich mir auch schon rausgesucht. Ah, super. Also, zwei ja, doofe Gedanken. Nee, das ist eine schöne Stelle, da kommt man gut ran, ne? Okay, so. Alter, Leon, von diesem, dann alle von einmal am LF16TS. Von alle einmal am LF16TS sammeln. Junge, ich hab hier so ein Holz-PC, Alter. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal die Server ein bisschen aufräumen. Nee, du solltest einfach mal einen besseren PC besorgen. Licht auslassen, ganz einfach. Leon, wolltest du ja jetzt nicht eigentlich tauschen? Ja! Was habt ihr jetzt schon wieder gemacht? So, dann.
Ey, machen wir das. Weg dann zwischen dem Fahrzeugplatz und der Rast einfach nochmal eiskalt gegen, obwohl er nur kam haut oder so. So, wir machen das jetzt gleich so. Leon hat sich. Ja, wer hat den heute gesehen? Hallo. Leon. Du. Patrick, mach das Martinshorn aus. So, wir machen das jetzt. Sonderrechtserlaubnis. Nein. Doch, ich habe eine Leitstelle angefragt. Du kriegst aber keine Sonderrechtserlaubnis bei der Leitstelle für so einen Kindergarten hier. Sie haben mir die Erlaubnis erteilt, was soll kann ich ja da nicht tun? Wer hat die Leitstelle gemacht? Ich glaube, ich habe die Einfahrt verpasst. Kann das sein? Hallo, ja. Ich trinke gerade und esse. Wie kann ich da eine Leitstelle machen? Ja, genau. Leon? Jetzt Tommy. Hast du sie verpasst, glaube ich. Leon, Tommy möchte mit dir sprechen. So, wir machen das jetzt gleich. Jetzt mal vernünftig, Leon, sonst schmeiß ich dich raus. Was ist das? Kannst nach Hause fahren. Das war ich, aber egal. Mir ist scheißegal. Ich hab Leon aber so. Ja, 10 Minuten vom Dienst sind schon verstrichen. Können wir nicht mal jetzt starten? Ja. So, wir machen das jetzt gleich so. Das LF16TS macht gleich. Dort vorne. Mit der Vorderpumpe. Genau, mit der Vorderbaupumpe. Nimmt die das Wasser aus dem See raus. Dann macht das ESFW mit dem. Und da, Paddy, hast du beim LF den Schlauchanhänger bei? Ja. Okay, dann macht das LF, also Paddy und der MTW, die machen zusammen die Wasserversorgung vom LF16TS dann hier auf diesen Feldweg, hier in die Richtung. Und dann wird das TSFW und TLFW1000 wird dann dort. An die wird das Wasser gerichtet und die gehen dann jeweils mit 2 C-Rohren vor. Okay, dann los. Ich zeig dem TSFW und dem TLF 4000 mal eben noch, wo die. Jo, Steckschlüssel, ich bring schon mal zum. Ich soll, also meine Jungs sollen gleich dem. Mir helfen. Hier Party helfen, ne? Genau. Die Wasserversorgung zum TSFW und TLF 4000. Könnt ihr Blaulicht anmachen auf diesem Stück hier, ist Privatweg. Ja, aber das braucht doch nicht. Warte mal, ich fahre noch ein Stück vor, da kannst du hier noch reinfahren. Magst du bitte dein Licht ausmachen? Für einige Personen ist das. Leon, kannst du wem weiterfahren? So, Mathis, hier rein. Mathis und Leon gleich links rein. Ich muss sowieso rückwärts dahin, weil hinten gibt's keine Drehmöglichkeiten. Kannst du mal weiterfahren, Leon? Fabian macht hier gerade die Wände. Mathis, du stellst dich hier hin. Du gehst dann jetzt mit deinen beiden Trupps, gehst du vor mit 2 C-Rohren. Du kriegst die Wasserversorgung vom LF. So, Leon, du kommst weiter hier hin. Ey, LF, bau mir mal Wasserversorgung auf. So, Leon, stopp. So, ohne Spiegel rückwärts fahren ist unmöglich. Leon, du gehst mit einem C-Rohr vor oder B-Rohr, kannst du dir selber aussuchen, wie du an Leuten hast, um das gut zu halten und auf jeden Fall kriegst du auch vom LF die Wasserversorgung. Ich kann mich hier noch ein bisschen bereiten. Ja. Warte, ich fahre nur zur Seite, ich weiß schon, wo es hingeht. Du weißt, dass Tommy das Fahrzeug vorfahren soll, ne? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich hab vorhin zur Seite gefahren, dass wir weiter können. Warte, das bringt dir auch jetzt gerade noch nichts. Nee, war schon richtig so. Warum stehst du eigentlich rückwärts? Das darf ich hier scheiß einiger rückwärts drücken, ey. Was hab ich mir dabei nur gedacht? Fabi, ich hoffe mal, wir kriegen heute noch einen Einsatz. Schönen Dienst hier. Ich brauche ein bisschen länger, wa? Hallo, Buggy. Geil. So, Jungs und Mädels, aussteigen, absitzen. Hallo, ich bin kein Junge, Mann. Ich hab doch Jungis und Mädels gesagt. Ich bin aber auch kein Mädchen. Er ist ein S. Deine Jungs bauen, Tommy, deine Jungs bauen dann die die Saugleitung auf. Ja, das machen wir jetzt. Jo.
So. Der Lev 4000 an Einsatzleitung kommen. Baut zusammen mit den Jungs vom. Wir haben jetzt zwei Wasserwerfer auf dem Aufbau drauf. Wir da dran schießen wir das Wasser an. Hau das Wasser da auf Feld 111. Ja, ist verstanden. Ihr baut zusammen mit den Jungs von Paddy die Wasserversorgung zum. Wo sind sie denn da hinten? Zu den Jungs da hinten auf. Zum TSF und vom TSF wird ja die Wasserversorgung zum TLF 4000 aufgebaut. Wer spritzt gerade? Es leckt gerade so hart, ne? Erstmal kein Wasser verbrauchen. Mir wird so langweilig hier hinten. Ich warte darauf, dass Fabians Jungs endlich mal den Schlauch an den Gang kuppeln. Ich warte darauf. Meine sitzt, wenn ich hier. So mit dem Schlauch komm und wenn ich entgegen mit dem Schlauchkorb. Mit Schlauchkörben. Ja, und ich bin jetzt gar nicht mehr hier. Nicht den Anhänger abkuppeln. Den Schlauch an den Dings ankuppeln, ne? Hey Leon, guck mal. Leon. Ja. Guck mal. Hinter dich. Unten hinter dir. Oh. Ich bin eine Missgeburt. Wurde in einem Auto geboren. Stop, Funny Man. Eiskurve hier. Ja, das sieht auch so geil aus, wie Party da ganz langsam angefahren kommt. Ja, so muss das doch, sonst hier wickelt er sich ja zu schnell ab. Ich weiß, aber ich find's das so geil. Ich dachte, das TLF soll weiter vor, oder wie hast du dir das gedacht, Tommy? Nee, ich hab das jetzt schon so eingeplant, das ist alles gut. Leute, okay. Ich sehe gerade, dass beim IFA das Blaulicht gleichzeitig blinkt. Mhm, das kommt dir nur so vor, das wechselt immer. Hallo, ab und zu ist es aber wirklich mal gleich. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, aber es interessiert mich gerade nicht. Oh, hörst du mich nicht? Was geht drauf? BMA. Fahren wir mit den Fahrzeugen, die wir haben, ja, ne? Ja, welchen? Tommy! Ja. Sollen die Jungs ihren Schlauch erstmal hier liegen lassen oder sollen die den aufrollen und danach kommen? Ich würde sagen, das zweite, ne? Wir fahren mit deinem vor, also wir beide fahren. Ey, ich hab den Anhänger schon abgekuppelt, also. Also. Ja, lustig, dass Mattes so schnell loskommt, wenn er schon eine Schlauchleitung zum TLF 4000 aufgebaut hat. Ich musste nur den Anhänger abkuppeln. Und ich kann ja schon mal vorfahren, Mattes. Du musst deine Sachen noch einpacken, vernünftig. Ey, ich hab doch noch nicht mal was zum TLF 4000 aufgebaut. Hey, Mattes, doch. Natürlich. Nein! Das haben meine Jungs doch gemacht. Ich hab die doch schon mit hier im Schlauchkörben losgeschickt. Jetzt hast du ein ganzes Schlauch auseinandergerissen oder was? Ach du Scheiße. Alles klar. Wie gut, dass man informiert wird. Also das TLF 4000 kommt fast auf den Acker fest. Hast du wenigstens den Schlauch abgekuppelt? Ja, ich hab alles schön an der Seite geräumt. Ich fahr jetzt erst von meiner Position los. So. Das da rein. Das auf dem Schlauchwagen drauf. Fabian, du fährst auch schon los, wa? Na, das da. Was hätte ich da denn warten sollen? So, ja, aufgeräumt. Ja, und ich nehme deine Sachen auch mit. Soll ich den Schlauchwagen gleich mitnehmen? Der muss doch erst aufgeräumt werden. Da fahre ich gleich nochmal hin. Also ich hatte nach dem BMA-Einsatz. Ich hatte da gar keine Sachen liegen. Das war ja nur ein B-Schlauch von dir zu mir, mehr nicht. Ich hatte ja mit Wasserwerfern. Ah, trotzdem aufgeräumt alles. Auf Fabian, weißt du das noch einmal beim Jugendfeuerwehrdienst, wo der Melder losgeht? Wir waren gerade am Üben für Wettkampf. Ja, und willst du dich doch gleich tauschen? So, hier, wartet erstmal noch kurz, ne? Ich komme gleich wieder zu euch. Erstmal gucken, was er anlegt. Tommy! Fabian, übernimmst du Einsatzleitung oder mach soll du. Ich? Mach du,
Guck mal, was hier anliegt. Wie kannst du eigentlich so viel schneller sein, Tommy? Du als ich. Guckst, ich gehe hier, ne, auf der anderen Seite gucken, ja, okay? Wir teilen uns das auf. Jo. Gibt's ja gar nicht. Warum fahre ich eigentlich den längeren Hallo? Weg? Hallo? Scheiße. Also, Fabian? Bei mir, ich habe hier eine Rauchentwicklung raus. Ihr kommst, siehst unter der Tür den Qualm, ja, rauskommen? Die ist auch warm, die Tür. Jo, okay. Dann. Hier vorne habe ich gerade gesehen, es ist keiner mehr hier. Wundert mich, dass die Tore aufgehen, ne? Mhm. Okay, Leitstelle für Einsatzleitung kommen. Leitstelle hört. Ja, erste Lagemeldung. Wir haben eine leichte Rauchentwicklung bemerkt. Ich will wirklich die Drehleiter holen. Und nein, wahrscheinliches Feuer. Das Feuer ist im unteren Block des. Achso, okay. Erkunden erstmal noch weiter bis und geben gleich weitere Lagemeldungen. Ja, das ist verstanden. Tommy? Ja, Tommy, teil mich ein. Tommy, ja, hau erstmal deine Jungs raus. Ja. Ich teile Paddy schon mal so weit ein, dass er gleich, dass du das nicht mehr brauchst. Leon? Paddy? Ja. Ja. Du fährst hier jetzt drauf und das ist die erste Tür. Okay. Nehmt euch Leon. Versucht die erstmal so aufzubrechen mit dem Helligen. Und sonst nehmt die hier Multicard. Okay. Jo. Leon, du machst die Wasserversorgung fürs LF16 TS. Sollen wir Straße sperren oder Straße nicht sperren? Fabian, wir benötigen Tommy, noch ein C-Rohr. Lass die Jungs mal vom TLF 4000 einfach nur die Straße dicht machen, weil so viel Wasser brauchen wir momentan nicht. Okay, ja, dann macht ihr erstmal die Straße dicht. Dürft ihr euren MTB dafür benutzen, um die anderen Seite zuzumachen? Ja, könnt ihr machen. Patrick? Bin schon eingeteilt. Gut, aber, ihr geht nicht ja die jetzt erste mal Tür rein. Hier, sondern die erste Tür hier. Da, wo es rausquant. Ah, oh, ja, jetzt sehe ich es auch. Patrick, ich stell dir noch einen Sicherheitstrupp, Ja, mit dem C-Schlauch brauchen wir hier auch gleich noch. Ein Fahrzeugverschlechschlauch hat und das hat kein Wasser aufgetankt. Irgend so ein Idiot hat das vergessen. Und das hat, glaube ich, gar kein Wasser tankt. Leitstelle von 12.17.1, komm. Leitstelle hört. Leitstelle hört. Folgende Lage. Feuer wurde Feuer haben sie ja, wie der Kollege schon durchgegeben hat, ist gefunden. Wird jetzt die Tür aufgebrochen. Zusätzlich hätte ich eine Bitte an Sie. Könnten Sie mir einmal die Telefonnummer vom Landhandel Billinger raussuchen, dass ich da die den Chef, also den Geschäftsführer des Unternehmens anrufen kann, dass in seinem Gebäude Feuer ist, wenn er noch nicht informiert wurde. Und sonst können Sie auch informieren. Tommy, unsere Multicard geht nicht. Ja. Ich sehe euch Patrick, ich nehme die vom euren, wa? Was nimmst du runter? Ich nehme eure Multicard, unsere funktioniert nicht. Jo, okay. Das blinkt ja richtig schön da. So, Patrick, ich stelle dir jetzt erstmal einen Sicherheitstrupp noch da Kannst und ein Trupp von mir geht auch rein. Jo. Hallo? Ah. Superman. Hallo? Superman. Vernünftige Multikatzsäge. Könnte mich vielleicht jemand hier runterholen? Ich bin irgendwie aufs Dach geflogen. Wurde von einem komischen Storch hier hochgeflogen. Leitstelle für Element für Einsatzleitung kommen. Sieht's aus? So, jetzt vorsichtig den Forscherkammer holen. Jo. Ich habe ein Kreuz reingesägt, jetzt könnte es gleich Flammen geben. Eins. Ja, Patrick, meine Jungs stehen bereit, ne? Wow. Jo, zur Seite. Wow. Eins, zwei, drei. Go! Yes! Was ein Flammenherd. Was ein Flammenherd hier, Halleluja. Wo ist denn das erste C-Rohr, Leute? Ich hab doch gesagt, Tommy. Deine Leute sollen mit dem ersten C-Rohr hier anfangen. Keine Ahnung, ich liege. Ja, die gehen doch schon rein. Ich komme vom Dach runter. Nicht runter. Achtung, Achtung, ich spreche gerade mit meinem Megafon. Sie können auch ruhig runterspringen, das tut nicht weh. Nee. Erstmal eiskalt TSF klauen. Komm, das kleine Stück jumpen sie und dann jumpen sie nochmal ein kleines Stück. Nicht ganz runter. Sie jumpen von dem einen Gebäudeteil auf das andere Gebäudeteil und dann jumpen sie auf die Leiter und dann laufen da die Leiter runter. Sie meinen auf dieses längliche hier. Nein, andere Seite.
Hier, wo ich stehe. Leitstelle also für Einsatzleitung kommt. Nein, hier, wo ich stehe. Eine weitere Lagemeldung. Tür wurde aufgebrochen. Sind jetzt mit 2 C-Rohren im Moment im Löschangriff. Wo siehst denn du das zweite? Ach, hier. Das erste. Ey, wo ist das TSFW hin? Ich hatte ja keinen Schlauch, ich musste irgendwas mit irgendwas muss ich da löschen. Du hast keinen Schlauch. Wir bräuchten mehr Wasser. TLF 4000! Ich muss einmal tanken! Ich brauch ganz schnell mal irgendwie. TLF 4000 für LF 16 TS kommen. Ich hab einen hässlichen Schnurrbart im Gesicht namens Wilken. Hier TLF 4000. Ja, einmal bitte die Wasserversorgung fürs TSFW aufbauen. Was denn? Yes. Brauche Hilfe. Ja, sie sind gerade ganz blöd von dem Dach bleib gesprungen. Stehen, bleib einfach stehen. Sie sollten nochmal versuchen, da hochzukommen. Warte. Oh, schön, dass sie es auch geschafft haben. Ich will gerade aufklären, jetzt bleib doch einfach stehen. Jetzt springen Sie bitte auf dieser Seite runter. Ah! Nein! Sie sollten die Leiter runtergehen, nicht runterfallen. So, da ist eine Leiter, okay. Nochmal. Oh Gott, was ein Fail. Gucken Sie mal, ich bin zu fett, um hier durchzukommen. Ja, das tut mir leid. Haben Sie zu viel Kollision gefressen? So, sehen Sie, geht doch ganz einfach. Was ist das für voll hier? Wollen Sie mich verkackern? Was geht denn? TSF, TSF, Angriffstrupp, Einsatzleiter kommen. Warum komme ich da? Einsatzleiter hört. Feuer aus, Gluten, so, keine weiteren Glutenester vorhanden. und ziehen uns jetzt zurück. Ja, ist verstanden. An alle eingesetzten Einsatzkräfte abbauen und abrücken. Leitstelle für Einsatzleitung kommen. Wir haben gerade ein Objekt gekauft. Leitstelle hört. Ich. Ja. Feuer ist jetzt aus, und rücken jetzt ab. Hey, Sie Feuerwehrmann, bleiben Sie mal hier unter mir stehen, bitte. Was denn? Ey, lecker. Schön, dass ich meinen Helm auf hatte. Einsatzleiter, ich rück wieder ab wegen hier Schlauch. Ja, an alle an der Einsatzstelle, wir rücken ab und fahren zur, ne, Schläuche einsammeln. Also ich soll abrücken, gut, dann fahr ich zur Wache. Abrücken zum Schlauch aufwickeln. Nein, Spaß. Warum fahr ich eigentlich wieder den längeren Weg? Wieder zur. Weil du Patrick. Wieder zur Basis hin, so gesehen. Nicht zur Basis hin, sondern wieder zum Übungsplatz hin. Also könnte vielleicht gleich mal jemand etwas wagen zu Feuerwache bestellen. Nee. Hallo, ja, Fabian, Tommy und ich bräuchten wohl eher eins. Wir sollten stand mitten im Flashover. Also es sieht keiner im Video, dass ich in der 30er Zone fast 125 fahre. Also Paddy, soll ich dir mal was sagen? Was? Sind denn schon deine Augenbrauen abgebrannt? Nee, zum Glück hatte ich eine Feuerwehrmaske auf. Ich besuche meine Oma. User join your channel. Leon, deine Oma kannst du noch zum anderen Zeitpunkt besuchen. Jetzt erstmal zur Übung wiederkommen. Übung, wir sollen zu Feuerwehrhaus. Nein. Übung! Wuhu, ich hab den. Ich hab den halt PC, 3 FPS. Wuhu! Paddy, warum fahr ich eigentlich den längeren User Weg? Was moved to your channel. Weil du mir hinterher fährst. Moin. Oh, Aufnahme? Tante Gertrud, hallo. Ja, hi, immer hi. Noch. Was machst du da, Paddy? Ich seh zu, dass du nicht hier mehr reinfährst. Oh. Geh auf. Tommy erstmal so, hä? Was macht der denn schon da? Scheiße. Matisch, überhol mich einfach nicht. Ja, Leute, da die Aufnahme jetzt schon etwas verrückt ist, würde ich sagen, ich will noch eben kurz zur einsamen Insel rüber. Kriech dann in den Baum. Ja, weil du ja immer verbuddel bist, mich. Immer einsam, ne? Verbuddel mich jetzt hier auf der einsamen kleinen Insel und sage ciao. Tschüss.